Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Warframe-Bildvideo, diesmal zur Korufell. Bevor wir zur Korufell kommen, es gibt gerade ein Event, Tenno United. Ihr müsst eine Mission machen und kriegt dafür 2 Former und ich glaube 10.000 Credits. 2 Former sind nett, würde ich auf jeden Fall empfehlen zu machen. Das Ganze geht noch etwa 5 Tage, wenn dieses Video rauskommt. Dementsprechend haltet euch ran, zurück zur Korufell. Die Korufell ist eine von insgesamt 2 Zweihandsensen. Und die erste Gunscythe, also die erste Gewehrsense. Ähnlich wie die Strofer und die Redeemer. Ja, woher bekommt man die Korufell? Die Korufell bekommt man genauso wie Citrine und auch die Stehfloss über die Mirror Defense Mission auf Mars, den Tianana Pass oder so ähnlich. Hab den Namen gerade nicht vollkommen im Kopf, heißt aber ungefähr so. Da könnt ihr die einzelnen Blaupausen bekommen. Oder ihr kauft die Blaupausen bzw. die Teile bei Otag in Deimos bzw. im Necralist für die Ressourcen, die ihr aus der Mirror Defense Mission auf Mars bekommt. Ja, wie sieht das Ganze stat-technisch aus? Wir können das eigentlich mit 2 Waffen vergleichen. Einmal mit der Hesper, das ist unsere andere Zweihandsense, und einmal, da wollte ich noch gar nicht hin, und einmal mit unseren Gunblades. Ich würde sie eher mit der Hesper erstmal von den Grundstats vergleichen. Wenn wir uns das angucken, dann haben wir etwas höheren Crit-Chance, etwas höheren Crit-Multiplikator, deutlich niedrigen Status, aber auch relativ deutlich niedrigen Gesamtschaden. Und vor allem, wir machen wenig Schnittschaden. Das ist schade bei einer Waffe. Schnittschaden ist das Beste, was wir so haben. Overall. Und es ist nun mal so, wenn der Schnittschaden hoch ist von der Waffe oder der höchste ist, dann ist die Waffe tendenziell gut. Ist sie das nicht, ist die Waffe tendenziell nicht so gut. Sie muss nicht schlecht sein, nein. Sie kann sogar sehr gut sein. Aber im Allgemeinen ist Schnittschaden halt das Beste, was wir haben können. In dem Sinne, nicht so gut wie die Hesper, was den normalen Angriff angeht. Allerdings ist das Ganze ja eine Gunscythe. Bedeutet, wenn wir eine Heavy Attack machen, und jetzt kommt nochmal ein kleiner Bonus dazu, denn die Korufell hat auch eine passive Fähigkeit, nämlich, dass wenn Citrine die Korufell trägt, die Heavy Attack schneller ausgeführt wird. Wie sieht die Heavy Attack aus? Folgendermaßen, wir schießen so ein Projektil. Das können wir auch zweimal ganz schnell hintereinander machen. Und ja, das hat halt eine gewisse Travel Time. Ich glaube 30 oder 20 Meter. Ich glaube 30 Meter ist die Reichweite. Könnte mich jetzt auch irren, heißt, da lege ich mich nicht fest. Aber so ungefähr müsste das sein. Und nach 15 Metern beginnt der Damage Fall-Off. Ja, ist diese Korufell besser als eine Strofa oder ein Redeemer Prime? Nein, vom allgemeinen Damage her nicht. Allerdings kann sie 2 Sachen, die die Strofa und die Korufell nicht können. Und das gucken wir uns kurz mal gegen Heavy Gunner an. Jo. Einmal, wenn man mit der Korufell schießt, sie hat eine enorme Reichweite, also eine Breite. Sie trifft diese hier alle. Also, das ist nicht schlecht. Ebenfalls Durchdringung, das haben die anderen aber auch. Und, wie ihr da unten seht, ja, wir haben gerade einen 2er-Kombo-Multiplikator. Der müsste allerdings langsam verschwinden. Jetzt? Ja. Wie ihr seht, bauen wir mit diesem Schuss Combo auf. Das heißt, je mehr Gegner wir treffen mit der Korufell, desto mehr Combo bauen wir auf. Und man kann, das habe ich in einem Bildvideo eines anderen YouTubers gesehen, man kann die Waffe so modden, dass man, wenn man einen 12er Multiplikator aufgebaut hat, zum Beispiel, den Gunshot machen. Der Gunshot hat dann Travel Time. In der Zeit wird ja der Combo-Multiplikator zurückgesetzt. Bei jedem Heavy Attack wird der Combo-Multiplikator zurückgesetzt. Heißt, ich mache jetzt einen Heavy Attack, Combo-Multiplikator weg. Allerdings ist da immer ein kleines Zeitfenster. Das heißt, wenn wir das aus einer gewissen Entfernung machen, ist dieses Zeitfenster wieder weg. Bedeutet, wir können mit dem Schuss wieder unseren Combo-Multiplikator aufbauen.
wie ihr jetzt seht. Und dann könnten wir theoretisch, wenn wir genug Gegner treffen, wieder auf 12 kommen. Das ist relativ stark. Aber auch, naja, man muss dann einen Warframe spielen, der auch Gegner zusammenziehen kann. Oder man muss sehr viele Gegner in einem Bereich haben. Damit das aktiv wirklich funktioniert. Ist nicht schlecht, dieses System. Ist aber etwas zu, ich sag mal, kompliziert fürs normale Gameplay. Klar, kann man machen, wenn man möchte. Aber muss man nicht. Ich habe zwei Builds vorbereitet. Ein Heavy Attack Build und einen Combo Build. Ich weiß, es gibt Leute, die mögen Heavy Attack nicht. Warum spielt ihr dann die Korophel? Vielleicht mögt ihr die Korophel. Vielleicht sieht sie cool aus. Zweihandsensen sind cool. Dann habe ich diesen Build für euch. Wir haben Orkandämmerung und ist unsere einzige Haltung. Dann Primed Raserei, was außerdem Primed Raserei erhöht die Geschwindigkeit der Animation für die Heavy Attack. Muss man dazu auch sagen. Also sowohl so Angriffsgeschwindigkeit als auch schnelle Vorbereitung zum schweren Angriff ist beides gut auf der Korophel. Auf jeden Fall, wir haben Primed Raserei mit drin für Angriffsgeschwindigkeit. Blutrausch und Nässende Wunden für Statuschance multiplizierbar mit dem Kombo-Multiplikator und Crit-Chance. Standardmäßig. Das heißt standardmäßig. Ist halt ein relativ standardmäßiges Bild hier. Dann haben wir Bösartiger Frost und Prime Fieberschlag für Virusschaden. Prime Reichweite für Reichweite. Zustandsüberladung für mehr Nahkampfschaden für jeden wirkenden Statuseffekt auf dem Gegner. Wir machen Einschlag, Durchschlag, Schnitt und Virus. Das sind also maximal 320% Bonusschaden. Wahrscheinlich eher zwischen 160 und 240. Und somit besser als Prime Druckpunkt. Und zu guter Letzt Almagan Ausweider. Ich habe hier die Almagan-Version drin. Im Gegensatz zum normalen Ausweider. Weil wir werden auch im Combo-Bild möglicherweise, wenn wir wollen, einen Heavy Attack machen. Dafür 5% Crit-Schaden zu opfern, dass wir eine schnellere Vorbereitung haben, ist nicht schlecht. Würde ich dieses Bild empfehlen? Nein, würde ich nicht. Die Korophel ist auf Heavy Attack besser gebildet, aber was soll man machen? Ich zeig's euch mal. Wir benutzen natürlich Arcana Heap in unserem Warframe für mehr Angriffsgeschwindigkeit. Die Korophel braucht auch relativ lange, um Kombo-Multiplikator aufzubauen. So, jetzt kommen wir langsam in den Bereich, wo wir auch Orange-Crits machen. Und jetzt sind wir im 12er-Bereich. Der ist aus irgendeinem Grund unsterblich. Also der Killspeed ist nicht schlecht. Wenn wir einen 12er-Multiplikator haben. Aber wie man hier auch sieht, der Schnittschaden ist nicht allzu stark. Klar, wir machen manchmal einen Schnittschaden mit Orange Crit im Bereich 18.000 oder sowas. Aber wenn wir den nicht machen, lohnt sich es ehrlich gesagt nicht. Hier, man sieht es wieder. Es reicht nicht. 12er Multiplikator und der Schnittschaden reicht nicht, um einen Heavy Gunner zu töten. Warum der hier jetzt gerade unsterblich war, weiß ich nicht. Aber er ist es nicht mehr. Ja, man kann die Waffe so spielen. Kann. Muss man nicht, wie gesagt. Für die Leute, die gerne die Waffe spielen wollen ohne Heavy Attack, das ist der Build für euch. Jetzt kommen wir zum Heavy Attack Build. Im Heavy Attack Build haben wir auch wieder Orkandämmerung, einzige Haltung, die wir haben. Wir haben Todesstoß für mehr Nahkampfschaden beim schweren Angriff plus schnellere Vorbereitung. In Kombination mit Almagan Ausweiter für Crit-Schaden und schnellerer Vorbereitung. Opfernder Stahl für mehr Crit-Chance. Dann offene Bedrängnis für mehr Nahkampfschaden. In Kombination mit offener Strahl kriegen wir halt mehr Nahkampfschaden plus mehr Crit-Chance. Voltager Schlag in Kombination mit Primed Fieberschlag. Diesmal kein Virusschaden. Ich habe das Ganze auch mit Virusschaden probiert. War bei weitem nicht so gut wie mit Korrosionsschaden. Also ich denke, Korrosion ist der Way to go hier. Dann haben wir Beschleunigung für 40% mehr Angriffsgeschwindigkeit plus mehr Kombozählerchance. Und korrupte Aufladung für 30 mehr Startkombo. Das heißt, wir starten mit einem zweifachen Kombo-Multiplikator. So,
Jetzt kann man gewisse Sachen austauschen. Opfern der Bedrängnis ist nicht zwangsläufig wichtig. Wir können auch Opfern der Bedrängnis rausnehmen, haben dann statt 275 Crit-Chancen nur 220 Crit-Chancen. Heißt auch, statt 97,5 Crit-Chancen nur noch 83,2. Was kann man dafür reinmachen? Primed Verderben des Irgendwas. Gegen welche Fraktion ihr auch immer spielt, Primed Grenier bestrafen. Wo heißt das bestrafen? Verderben ist es, glaube ich, bei den Primärwaffen? Weiß ich gerade nicht. Egal. Primed irgendwas bestrafen. Mehr Schaden gegen eine Fraktion. Gegen welche Fraktion ihr spielt, macht ihr halt den entsprechenden Mod rein. Müsst ihr nicht. Ich mag es auch nicht, die immer auszutauschen. Deswegen kann man da auch andere Sachen reinmachen. Auch möglich wäre, korrupte Aufladung auszutauschen gegen, wo haben wir es? Verdorbener Schlag. Minus Angriffsgeschwindigkeit, dafür aber 100% mehr Schaden. Macht in dem Falle Sinn, weil wir hier halt weniger Combo-Dauer haben. Wenn wir diesen Combo-Build spielen wollen, wo wir immer aus einer gewissen Distanz schießen, damit wir unseren Combo-Multiplikator wieder aufbauen mit der Heavy Attack, dann würde ich da verdorbener Schlag reinmachen. Ansonsten ist die zweifache Combo, der zweifache Combo-Multiplikator von Anfang an relativ gut. Beschleunigung kann man natürlich auch austauschen gegen, wo haben wir es, Primed Raserei. Wäre auch eine Möglichkeit. Brauchen wir aber nicht zwangsläufig. Dementsprechend zeige ich mal, wie das Heavy-Build aussieht. Simulieren wir. Also der Raw Damage ist nicht schlecht. Wir schießen sogar relativ schnell, gerade mit Citrin. Aber es ist halt keine Strofa oder Redeemer. Wir haben guten Damage, gerade im Mid- und Low-Level-Bereich ist der nicht zu unterschätzen. Und im Gegensatz zu Redeemer und Strofa haben wir halt ordentlich Breite. Wir treffen relativ viel. Aber es sind halt keine One-Shots. Das wird natürlich anders aussehen, wenn wir einen Combo-Multiplikator aufbauen. Ja, gucken wir mal, dass wir so auf 6 kommen. Dann machen wir schon mehr Schaden. Aber overall wir aus dieser Entfernung mal gucken, ob wir es schaffen. Ah, zu wenig Gegner hier. Egal. Sie kann Damage machen und sie ist schnell. Aber sie ist halt nicht so stark. Sagen wir es mal so. Kleiner Vergleich. Wenn wir jetzt die Strofa nehmen würden. Einmal simulieren, bitte. One-Shot. Also die Strofa ist immer noch unser bestes Gunblade. Ja, hier war es ein Two-Shot. Ja, Strofa einfach noch immer das Monster bei den Gunblades. Bild oben hier eingeblendet. Wenn ich daran denke. Ja, Korofell, coole Waffe an sich. Ja, wo ist sie? Da. Coole Waffe an sich, sieht toll aus. Aber mittelmäßige Performance. Quality of Life mäßig, weil sie halt viele Gegner auf einmal trifft. Schön, aber fürs absolute Endgame schwieriger. Nicht unmöglich, aber schwieriger. Ja, so viel zu Korofell. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.